Willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Govication. Wir machen heute oder fangen den heutigen Part an mit Baseball. Ich persönlich bin ja nicht wirklich gut im Baseball, aber was soll ich hier? Du darfst drücken. Wir dürfen anfangen mit Baseball. Ah ja, auch Power Slagger ist das okay. Nicht Baseball oder wie? Nee, irgendwie nicht. Alter, wie hat der dich angezogen? Beides orange, pink, schwarz, Alter, was zum Fick. Einfach nur A-Druck, um zu schlagen. Das hört sich wahrscheinlich sehr viel einfacher an, als es eigentlich ist. Oh Gott, das ist... Ich bin in sowas nie gut. Du darfst 5-mal daneben hauen. Wo muss man treffen? Auf hinter ihn, hinter das Teil in der Mitte. Auf den fetten Ball? Ja. Das heißt richtig durchziehen mit A wahrscheinlich. Okay. Bleib mal lange drauf vielleicht. Dann können wir das irgendwie machen. Ah. Oh, der war schick. Ach Gott, ich brauche 40 Punkte, holy shit. Ja, man soll ja 40 Punkte machen. Halt mal so fast dem wie das. Das durch. Cool. Jetzt hast du genügend. 28. Das ist der letzte Ball, oder wie? Ja. Ja, toll, das. Andererseits, wenn ich den komplett mach und ist. Fuck, nein. Und er failed. Das mache ich gleich nochmal. Ich muss jetzt erstmal kapieren, wie es funktioniert. Das machst du nachts dann gleich nochmal. Dann machst du es nachher raus. Ja, ich hätte wahrscheinlich noch schlimmer verkacken als du. Ich glaube es nicht, aber so wie weit du kommst. Doch, safe. First ball. Was halt nur in Richtung mit A drücken, dann zieht das Ding durch. So. Hätte ich mir auch am Anfang so ergangen. Das wäre ich ein Stein an dem Ball. Ja, das läuft mal ganz gut. Immerhin. Der zweite hat schon mal 20. Dann muss er eigentlich nur 2 machen, so gesehen. Dann hat man die 40. Jo. Das ist eigentlich einfach. Ah, war zu spät. Wir sind perfekt da in der Mitte treffen. Oh, das ist auch noch ein letzter Glücksball. Ne, 2 habe ich noch. Okay. So, das gehört dann zum Glücksball oder wie? Damn, Glücksbonus mal 2. Ich hab 36. Ah, der muss jetzt reingehen. Scheiße. Richtig. Shit! Werde ich nicht schaffen. Wenn er reingeht, hast du gewonnen. Wenn nicht, dann ist. Viel Last liegt auf dir. Ja, den macht er. Sehr gut. East get wrecked. Machen wir nochmal. Nochmal? Ja, weil jetzt werde ich mich ein bisschen besser anstellen hier. Was war's A, ne? Ja, A. Gut, erstmal so. Was war's nochmal? Hey, ich hab A gedrückt. Ja, moin. Viel zu früh. Viel zu früh. Du bist B, ich bin N. Jetzt, zu spät. Ich mach mal zu spät. Ja. Jetzt, wenn du den durchbringst, mal 2 Bonus kommt. Man muss halt einfach treffen. Trifft noch weniger als davor. Ja, gerade wie das Ding essen ist. Oh Gott, das ist ja nicht sehr schön. Junge! Was machst du? Ich weiß es nicht. Das Ding mockt mich doch. Lügner. Ich werde noch das letzte abschließen als davor. Ja, mit 0 Punkten. Wieso? Ach, jetzt hinterfragt das erst gar nicht. Baseball ist nicht mal. Das hat er gesagt. Baseball ist mit den Schlüsseln, da bin ich nicht gut drin. Mit dem was? Das ist ja auch ein One-Two-Switch dasselbe, was? Spielt deine Fortnite, sind die Namen. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die Fortnite spielen. Ja, du kannst es wieder. Mitten ins Gesicht. Ja, eigentlich ist das nicht schwer, wenn man weiß, wenn man es kann, ist das nicht schwer. So, man muss halt dafür können.
Einmal durch. Jetzt habe ich ihn getroffen. Glücksball. Wenn ich den jetzt gescheit treffe, könnte ich schon schaffen. Oh, ich schieße ihn daneben, weil ich ihn viel zu früh hatte. Ja, ist möglich, sehr Bälle hast du. Jetzt musst du nur noch einen reinmachen, den du versenkst. 30. Okay, jetzt musst du den was daran machen, dann gewinnst du. Ja. Ist also einatmen. Ich glaube es nicht, dass ich den reiß. Oder auch schon. Um einen Punkt? Um einen Punkt. Ich war schlechter als zuvor, Mann. Ja, aber ist auch. Ja, beides schlechter. Ich glaube, wir tun es einfach nichts zu sagen, beenden. Ja. Gehen weiter zum nächsten Sportart. Du vor allem nicht, gell? Ja, ich sag gar nichts mehr. Also, raus, tschüss. Gell? Was? Du bist raus. Ja. Ich geh jetzt durch die Tour weg. Schon wie das letzte Mal und schreit dann erstmal 5 Stunden rum. Ganz genau. Sehr schön, das war gut. Nein, was denn ist? Was ist das nächste? Mülltonne und Bälle. Oh, ich weiß, wo das steht. Was? Drück mal A. Wurfspiel. Das wird noch ätzend, Alter. Aber vor allem im nächsten Part, wenn Golf dran kommt. Da. Wow, wir haben erst 3 Stunden gespielt, stand da gerade, ne? Wie viel ist es jetzt eigentlich? 14:43 Uhr. Wie viel Uhr? 14:43 Uhr. Hm. Wie lange hast du noch Set? Nach oben bewegen. Wie lange hast du noch Set? 4 Sekunden. Keine Ahnung. Okay. Also noch ein bisschen. Gut. Du fragst mich Sachen, Alter. Weiß ich doch nicht, Mann. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ah, möchte das möglichst so werfen, dass möglichst viele reinkommen. 600. Ist du einfach. Ach, warten wir gerade die Anzahl, oder wie? Nee. Was ist? Eigentlich kann man Dauerwerfen machen. Könnte man ja. Ob das jetzt so vorteilhaft ist, ich weiß ja auch nicht. Wie sind eigentlich, dass wir auf 600 kommen? Das geht ja ganz in den Arm rein. Ich schmeiß erst 5-mal daneben, Panik. Jetzt wird es jetzt viel komplizierter. Ja, wir schaffen das definitiv nicht. Wir haben auch immer noch geradeaus. Ja, moin. Macht keinen Sinn, ich treffe bei dir auch noch mit rein. Ja, ich hab 600. Werfen bei mir mit rein. Oh, ich habe auch 600 fast. Ich helfe dir mal ein bisschen. Aber Thorsten bekomme ich nicht mehr, aber 900. Ja, ich werfe auch die ganze Zeit bei dir mit rein. Ja, moin. Ich habe einfach durchgehend geradeaus geworfen. Ey, du 777. Zufall? Ich glaube nicht. Illuminati. Ich würde besser, wenn du 666 stehen würde. Hey, du bist 911. Oh Gott. 911. Zufall? Ich glaube nicht. Ja, das ist genauso kein Zufall, wenn du in Amerika Notruf hast. Ist ja auch 911. 911. Stimmt. Zufall? Ich glaube nicht. Jetzt wackeln nicht so hier. Aber war ganz witzig, das Buchsenwerfen da. Oder in Mülleimer werfen. Das sind halt eher so Aktivitäten, die man in einem Freizeitpark macht, der in der Stadt ist. In Kirmes eigentlich, aber Kirmes. Naja. Freizeitpark, Kirmes, whatever. Das ist ein Unterschied. Das ist kein Freizeitpark. Entweder du sagst Kirmes oder du sagst Volksfest. Sehr schön. So, was ist denn das nächste hier? Bowlen werden bei Golf werden wir uns länger aufhalten. Oh Gott, Boxen. Das wird auch lustig. Hey, wir haben den Villa schon mal. Hui. Ich glaube, es gibt so noch andere Sachen, die man so besuchen kann, wenn man jetzt die Insel halt mal länger anschauen würde. Weil wir wollen ja eigentlich nur die Sportarten machen, so richtig. Und das 100% alles erkunden. Sag mal, es tanzt doch. Bin ich denn in der Villa hier, oder wie?
Ich tanze einfach da auf dem Balkon von der Villa. Balkon vor allem auch. Eingang. Meine Villa ist bereit, du siehst. Vor Eingang, aber naja. Ich hab ne Villa. Ja. Tanzt nicht auf dem Balkon, du tanzt vor dem Eingang. Aber naja, lass mal's. Jetzt tanzt du auf dem Villa-Balkon-Eingang. Was? Das ist kein Balkon. Es ist eine hochgehebene, erhebende Fläche. Also, definitionsmäßig ein Balkon-Eingang. Was? Es ist kein ebener Eingang, ein erhöhter Eingang, also ein Balkon-Eingang. Wir kommen auf ein Villa-Gelände, darf das herüberführen? Ja, film es herum. Dann hätte ich mal kurz eine Frage, wenn ein Haus am Berg steht, dann eine Treppe zum Hochgehen braucht, ist es dann auch ein Balkon-Eingang? Balkon, Berg, Treppeneingang, ganz genau. Schauen wir uns mal die tolle Villa an. Spaß. Da kann man reingehen, ne, oder? Schau mal, das ist wieder ein Hund, ne? Aber das ist nicht unser Hund, ne? Redet jetzt mal mit der die da renoviert. Hallo. Guten Tag. Was könnten Sie denn für mich tun? Keine Ahnung, was wir hier jetzt gerade machen. Ich hab keine Ahnung, Alter. Man kann Möbel und dann bauen wir ein bisschen um. Villa-Gelände, Anleitung, Umbau. Oh, man kann Möbel. Hey, man kann Möbel verschieben. Hey, geil. Das ist doch die Kostecke da hinten, die ist eigentlich ganz sick. Das ist so, das wir da haben. Mach's doch dahin. Da geht's nach oben. Du machst halt voll die Treppe. Etage wechseln. Obere Etage sieht so aus. Was baust du denn überhaupt gerade hin? Nein, ich baue jetzt gerade gar nichts hin. Man kann hier Sachen verschieben. Ah, lol. Hey, das ist aber ganz chillig eigentlich. Ich würde sagen. Kann man hier wieder rausgehen? Dix. Umzugs. Okay. Haben wir noch nicht Fragen? Doch, man kann Umzugskisten freischalten mit den Schlüsseln, die man bekommt. Ah. Ich schalte mal welche frei. Typ ländlich. Drück mal B. Warum B? Wenn man so kann, was nach Vorbildentypen gibt. Nein. Das sind Möbelsets. Wieso machen wir auch über Willentyp dann ländlich, ne? Das ist auch so ein Set. So, ihr könnt wahrscheinlich jetzt alles. Ich vermute mal, dass hier das ganze ländliche erstmal. Wir machen immer 16, weil bis 16 konnten wir haben Schlüssel. Wir haben 16 Schlüssel. Ich vermute mal, das ist das pro Etage. Oh, das ist immer so pro Etage. Okay, die brauchst du nicht alle durchgehen. Da kann man quasi seine eigene Villa gestalten, ne? Schau mal, hier gibt's einen anderen Villa-Typen wahrscheinlich. Humanitaran, die ist sick, nehmen die. Die ist nice, was gibt's sonst noch? Oder. Nee, nicht nur Europa. Nordeuropäisch. Ich wollte Mediterran nehmen. Was haben wir alles noch? Eigentlich müssten wir Nordeuropäisch nehmen. Eigentlich. Theoretisch. Praktisch, nein, wir sind hier im Urlaub. Mediterran. Ja. Ist doch geil aus. Ist mit Indien oder was? Gehen wir noch eins nach unten. Also, was haben wir 20 ist. Märzenhaft. Passt zu dir. Moin, danke. Bitte kein Ding. Fachwerk. Das könnten wir auch hernehmen, das ist so typisch bayerisch eigentlich. Ja, nehmen wir noch Fachwerk, das ist ja typisch bayerisch. Das sieht dann wirklich so aus. Ja. Yeah. Was ist das hier? Asien, nee. Alter, das glaube ich nehme ich. Das sieht echt geil aus. Das taugt mir irgendwie. Südamerikanisch. Das ist so Mexiko-Style, Alter. Das sieht dann aus wie so Mexiko-Hütte, Alter. Ja. Ja, Südamerika. Modern, das ist geil. Sieht auch sick aus. Ich würde modern nehmen, glaube ich, fast. Ja gut, das war's mit Häusern, glaube ich. Ich hoffe modern. Hat sich das irgendwie verschoben, oder? Nee, das ist einfach vorbei, was es dann Häusern gibt. Ach komm. Gibt's da nur so Rattantisch? Rettichtisch oder was? Designer. Das ist hässlich aus, the fuck. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Also ich wollte modern nehmen. Warte kurz. Gut.
Modern? Hm. Du nimmst modern, oder? Würde ich sagen, ja. Dann nimmst du modern, dann nehme ich das Asiatische. Nein, du musst eigentlich typisch bayerisch nehmen. Aber ich glaube, wir haben nur einen Typ zur Auswahl. Ja, ich weiß es nicht. Du hast ja seine eigene wieder. Ich nehme die hier. Okay. Ja, ich nehme das Asiatische. Schöner. Lachweg sieht aber auch echt geil aus. Ich nehme das Asiatische, Alter. Aber das Haus passt erstmal. Hier schon mal ganz, ganzes Innen drin. Ja, ich muss mal alles erst. Das ist jetzt so umständlich. So scheiße sieht es eigentlich gar nicht aus, ne? Muss ich ehrlich sagen, es sieht eigentlich ganz nice aus, so. Ich mache jetzt nur mal den Außentypen erstmal. Umbau. War das? Ich hab ziehen lassen. Was ist das denn? Gut gerochen, gell? Das hört man alles von dem Mikrofon auf, ne? Ich weiß. Riecht gut, ne? Tja, hätte ich doch riechen können. Im Gegensatz. Jetzt mach mal hin hier! Schon, das haben wir auch schon freigeschalten. Kannst alle Villa-Typen. Ich kaufe mir jetzt auch die restlichen Villa-Typen irgendwie. Na, das passt das hier. Ich kann nichts dafür machen. So. Also baut du dir eine tolle Villa gerade. 2, 3. Schau mal, du kannst hier deine Villa aufteilen. Das ist entweder so offen, da ist alles offen. Und so aufgeteilt. Hälfte, Hälfte. In so ein Zimmer. Kannst du da unten noch ein Zimmer machen? Ja. Kannst du theoretisch hier ein Zimmer, so zwei Zimmer hinklatschen. Drei Zimmer. Geht's so? Ich glaub schon. Ja, schau, kannst du ein bisschen verändern. Ich bin gerade überlegen, was ich nehme. Ich glaube, ich mach's so. Sieht schön aus. Ja. Okay. Ich hab's gerade verschissen. Warte bitte kurz. Ja, ganz kurz. Aufgeteilt mit Zimmer oder ohne Zimmer? Ich wollte mit was machen. Ja, mit Zimmer mit mehr Sinn. Das ist hier überhaupt drin. So schnell ausgehöhlt, ich verarschen. Ist doch okay, ist okay. Fuck. Shit. Was gibt's denn so? Kannst du hier das Mediterran holen? Hol ich mir dann. Gut, alles passt. Dann lass mal den restlichen Schlüssel mal drin. Ich baue mich bestimmt mal anders. Ich würde jetzt erstmal hier das Ganze aufmachen. Ja, aber das kostet ja alles Schlüssel. Das sind meine Schlüssel, du hast selber auch welche. Siehst du, dass alles deine sind? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, das Schlüssel von uns beiden zusammen. Nee, kann nicht sein. Weil ich reingegangen bin. Das war bis jetzt immer einzeln. Na dann. Und wenn es wirklich wäre, hast du noch genau die gleiche Anzahl wie ich. Bin ich mal gespannt. Da sind wir noch 8 Stück. Ich glaube, ich verbraucht. Jetzt zählen, wie viel habe ich verbraucht? Ja, okay. Eben. I believe you. So. Mobilieren. So. Möbelmenü. Ich fange erstmal an mit dem Wohnzimmer. So. Hier so Eingangsbereich, dann ist hier so das Wohnzimmer. Ich glaube, das mal sagen, oder was sagst du da dazu? Das sieht super aus. Das ist sehr gut, oder? Ja, ganz toll. Hat Spaß. Kann ich die ganze Zeit so reden.
Da tu mal ein bisschen dein das Home Design und ist mir gleich wieder da. Die letzten Leute, der Part ist halt wieder viel länger als der andere. Alter, man kann sogar die Farbe ändern. Hat einfach den Hintergrund, dass wir jetzt eben sein Haus gestalten. Und meins werden wir dann halt im nächsten Part gestalten dann. Können wir da auch die Farbe. Oh, da mag ich die Farbe ändern. Scharf. Scharf, scharf. Tür am besten zu dem, was du machst. Was soll ich dazu sagen? Ich krieg ein Haus ein. The fuck? Genau. Dann machen wir hier möglich. Und sitten die ist. Wo kann man sich dann hinhocken? Hocken. Ah, perfekt. Können wir die auch drehen? Ah, perfekt. Soll ich die da hinstellen? Ja. Oder eins weiter weg, ja. Was willst du da jetzt machen? Hä? Schau mal her. Ich stell die hier hin, glaube ich. Nee. Das sieht doch ganz gut aus. Ich würde sie da anstellen. Dahin? Also dahin, oder? Ja. Also so? Oder so? Ja, was näher dran. Würde ich persönlich jetzt machen. So? Genau. Oder vielleicht noch eins weiter fast, ich weiß nicht. Aber es geht, glaube ich, nicht, oder? Leg nochmal zurück. Und. Ah, sick. Der totale Krieg. Ich finde, wie lange brauchst du noch, um dein eigenes Haus zu machen? Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Natürlich machen wir uns hier erstmal noch ein schönes Bett dazu hin. Können wir im Bett auch noch Fernseher schauen? Ist doch geil. Ideal. Was ist das hier überhaupt? Bodenstuhl, Alter. What the fuck? Nein. Ja, vor allem, ich habe hier zwei Stöcke einzurichten. Das ist nicht so ganz geil.
Aber das kann dauern. Es kann dauern. Okay. Machen wir hier noch zwei einzelne hin, perfekt. Das Scheiße. Gibt's auch ein doppeltes? Okay, Leute. Den Rest, wie Christian sein Haus macht, einbaut, werdet ihr im nächsten Part sehen von Gobekäsen. Von M Gobekäsen. Ja, ganz genau. Was das war, jetzt wieder zuerst die Spaß Resort sagen. Aber es hat einfach viel mehr Möglichkeiten, wie Sport Resort, ne? Wie Sport Resort hat nur ein paar Sportarten, die in Sis vielleicht besser sind, von der Auswahl her. Mhm. Aber hier gibt es ja dafür viel, viel mehr drumherum, man kann erkunden und alles drum und dran. Ich schau mal gleich, ob ich die Endzone finde, die das bewertet haben. Was haben wir, die das bewertet haben? Naja, auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Part. Und im nächsten Part seht ihr, wie Chris sein Haus weiter saniert und wie wir dann noch die anderen Sportarten machen werden. Weil ich werde meins nicht hier noch im... Also meins machen während einer Aufnahme, weil ihr habt schon bei ihm gesehen, wie das funktioniert. Was wird es halt kosten, wenn ich meins auch noch mache. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!